So, ich mache hier ein Video zum Mordfall Gabriele Pfeiffer. Da bin ich jetzt hier zum Beispiel vertreten mit diesem Artikel. Und da mache ich jetzt, das ist jetzt das seitlich hier, und da mache ich hier ein Video dazu. Also ich werfe den Behörden und Medien vor, in diesem Fall auch wieder versagt zu haben. Es ist einfach eine Schweinerei. Also dieses Bild da zum Beispiel, wenn man googelt nach Gabriele Pfeiffer, sieht man dieses Fahndungsplakat und schon hier sieht man es, schon hier. Aber wenn man es dann richtig öffnet, das ist ein Schamhaar. Das ist ein gekräuseltes Schamhaar, das sich hier auf dem Bild des vergewaltigten Opfers befindet. Und ich muss mal sagen, einfach da jetzt zu kommen, ach, das ist ein Versehen, bla bla bla, das ist eine Schlamperei. Das ist eine Schlamperei. Wenn das der Fall ist, ja nicht seit gestern. Und Leute, die so arbeiten, entweder wichsen sie wirklich hier, anstatt zu fahnden, und nehmen hier die Fotos von den Mordopfern als Wix-Vorlage, oder sind sie einfach irgendwie im Kopf anderweitig nicht ganz richtig. Das sieht man so deutlich. Und ich sage mal, das Opfer ist ja wirklich vergewaltigt worden. Und dann ein Schamhaar hier neben ihrem Gesicht. Das ist, ja, das ist ja ganz harmlos, ist ja nur ein Versehen. Natürlich kann ich jetzt nicht nachweisen, dass die da hier alle in der Dienststelle oder in der Redaktion hier rumgewichst haben. Aber es ist nicht zu verharmlosen, weil es eine Schlamperei da auch auf jeden Fall. Ob jetzt irgendwie noch was anderes im Hintergrund ist, aber es ist auf jeden Fall, es bringt diese Schlamperei zum Ausdruck, dass ich das hier der Einzige bin, der sich hier an dem stört, ja. Und das ist das eine, das andere ist, dass es hier natürlich, ich sag mal, ich habe jetzt andere Fälle noch hier auch. Das kommt oft öfters vor, dass Mädchen, die beim Austreten, gerade auf irgendeiner Festlichkeit oder so, sind doch die Weiberklos meistens überfüllt und so weiter. Und das wissen doch die Männer auch. Deshalb habe ich dieses Beispiel gebracht. Wenn die Wildherden hier über diesen Fluss da in Kenia gehen, dann wissen das die Löwen, dann wissen das die Krokodile, wo sie warten müssen. Das ist nichts Überraschendes. Das ist keine. Da kommt der Löwe. An dem Video, das ist jetzt, ich sag mal so, die haben nur Fälle gebracht, oder fast nur, wo die Krokodile voll gefressen und so träge, und wo die Tiere entkommen konnten. Aber das ist eine ganz blutige Sache hier. Jetzt gleich rennt er davon. Das ist nicht der Normalfall, das ist die Ausnahme. Ja, und ich sage mal, die hätten einfach nach so einem Fall, muss man es den Weiber explizit sagen, was ich hier gesagt habe zum Beispiel. Muss man denen explizit sagen, weil sie offenbar zu blöd sind. Sie kriegen es nicht so nebenher mit, wenn, zumindest nicht alle. Dass praktisch ein Mädchen darf nicht einfach ganz naiv, ha, jetzt ist sie halt auf der Veranstaltung, ha, jetzt muss sie halt pinkeln, ha, jetzt sind halt die Dings überfüllt, die Toiletten oder verdreckt oder was, ha, dann geht sie halt ins Gebüsch. Das ist etwas, das wissen solche Täter, dass das so abläuft. Und die Mädchen müssen wissen, dass das die Täter wissen. Die stolpern da so naiv rein, und dann werden sie mal vergewaltigt, mal umgebracht. Und deshalb sage ich, ob jetzt die Väter oder die Eltern sind oder die Polizei, ich lese hier nirgends eine ausdrückliche Warnung. Und weil die Arschlöcher da draußen alle so empfindlich sind wegen dem erhobenen Zeigefinger,
ist doch ein Scheißdreck. Man muss es nicht. Deshalb gehe ich gerade ein bisschen ins andere Extrem und sag und behandle die Weiber wie, als ob sie alles kleine, dumme Gören sind. Weil es keinen vernünftigen Dings auch nicht auf vernünftige Weise gemacht wird, dass man sie vernünftig ermahnt, aber auch in der Zeitung, ja, man muss sagen, Mädchen, so wie ich das mache, man muss das Thema aufgreifen und es frontal sagen, weil manche kommen von alleine drauf, manche muss man sagen, das ist ein Party-Pipi-Gebüsch-Ficker-Mord gewesen. Und sowas ist kein Zufall. Das ist etwas wie, wenn ein Rindvieh gefressen wird, während es durch diesen Fluss da geht, wo die Krokodile und die Löwen lauern. Das ist kein Zufall, wenn man dort gefressen wird. Sondern da ist eine Gefahr da und man kann nicht alles 100% vermeiden, aber man kann die Gefahr offen ansprechen und das mache ich. Und weil es die anderen nicht machen, man muss nicht immer Arschlöcher sagen, man muss nicht alles immer aussprechen. Okay, also, soweit dazu. Ja, ich habe da einen Artikel gemacht, ich verlinke den noch da in der Beschreibung.